So, Freunde, Aria wieder hier, der Table Tennis Addict, mit einem Video heute dazu, was ist für welchen Spielertypen das richtige Material. Und ja, Material und Tischtennis, das ist eine Sache, zu der ich, sag ich mal, eine sehr, sehr innige Beziehung habe zu dem Thema. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe immer zu schnelle Hölzer gespielt, wo ich den Ball nicht gefühlt habe. Einfach, weil ich denke, es gibt Spielertypen, die einfach mehr Ballgefühl haben. Das heißt, sie haben eine erhöhte Kontaktzeit, wenn sie Rückhand- oder Vorhand-Topspin spielen, schupfen, flippen, was auch immer. Und es gibt Spieler, wo der Ball halt, die halt kein Gefühl am Blatt haben, wenn sie ziehen, fühlen sie nicht viel. Und es gibt auch Spieler, die mit den schnelleren Hölzern das hinkriegen, zu fühlen. Und ich gehöre nicht dazu. Beziehungsweise haben auch viele Trainer die Auffassung, dass man dieses Gefühl entwickeln kann. Das heißt, wenn man erst mit einem langsameren Holz spielt, kann man dann später mit einem schnelleren Holz spielen und dieses Gefühl einigermaßen beibehalten. Natürlich wird immer was verloren gehen, weil die Hölzer, die weicher sind, da geht der Ball mehr rein. Ganz wichtig auch hierbei ist, dass man griffige Belege spielt. Also jetzt bei den Tenergies vielleicht eher so die härteren. Was ich auch total gut empfehlen kann für einen normalen Topspin-Spieler, ist ein Rosener. Für jemanden, der auch am Lernen ist und vielleicht Verbandsliga oder weiter unten spielt. Der Rosener ist ein ziemlich guter Belag, so in diesem Zusammenhang zum Lernen. Und ja, damit kann man auch einiges machen. Und damit hat man eine sehr erhöhte Kontaktzeit. Ich für meine Person, von meiner Person aus, habe auch eine lange Zeit lang dieses Holz hier gespielt. Da ging es dann ein bisschen besser mit dem Ballfühlen. Habe aber da auch den falschen Belag gespielt. Also ich habe 80 FX gespielt. Das ist ein Belag, mit dem können wieder Leute, die Rotationsfähigkeit haben, viel Rotation erzeugen, obwohl es ein weicher Belag ist. Aber mit einem normalsterblichen bis geringen Ballgefühl, was eher so auf mich zutrifft, sollte man wirklich in Richtung des Roseners gehen. Härtegrad 35 zum Vergleich. Ein Tenergy 5 FX hat 32 Härtegrad, damit man einfach den Ball mehr fühlen kann am Schläger. Und da hier auf jeden Fall meine Empfehlung in Richtung des Roseners. Ich werde den Belag vielleicht auch noch featuren. Und was spiele ich für ein Holz? Ich spiele ein Stegall Round Classic. Ich kann mir davon zu dem Preis, von dem ich mir hier einmal das hier geholt habe, das waren 160 Euro, kann ich mir umgerechnet, mal kurz überlegen, 6 Hölzer holen. Nee, Entschuldigung, 8 Hölzer kann ich mir holen, weil es kostet ja 26 Euro. Dann sind wir bei 160 ungefähr. 7 bis 8 Hölzer Stieger Round Classic kann ich mir holen. Und genau, da sieht man einfach auch wieder, man kann richtig viel Geld für Material ausgeben. Und es nützt nichts. Natürlich für Leute, die diese erhöhte Kontaktzeit von Natur aus haben, natürlich kauft euch gerne ein Innerforce-Holz, kauft euch eine Carbon-Rakete und ihr fühlt den Ball trotzdem damit. Aber ich denke, als vor allem auch als jemand, der Privatstunden gibt und auch mit Leuten sozusagen zu tun hat, die weniger Ballgefühl haben, sage ich mir jetzt mal, auch mit mir selber zu tun hat, der weniger Ballgefühl hat, denke ich, dass ein Einsteigerholz, wo kein Carbon drin ist, total gut ist. Und wenn man später besser wird, was zum Beispiel auch mein Plan sein wird, irgendwann, ist auf dieses Holz hier zu gehen, Soran Primorac. Super Holz, Naturholz. Lasst die Finger weg von diesen Carbonhölzern als Topspin-Spieler, vor allem ihr jungen Leute. Ihr entwickelt auch, also alles, was so unter 14, 13 ist, lasst am Anfang die Finger weg von den Carbonhölzern, es sei denn, euer Trainer sagt euch, ihr habt so viel Gefühl, ihr könnt auch etwas spielen. Aber ich sage jetzt mal an die von euch, die wie ich mittelmäßig talentiert sind in diesem Sport, an die harten Arbeiter da draußen. Ja. Ihr habt einen Körper, ihr habt Beschleuniger, ihr habt euren Unterarm, Handgelenk, Beine, Schulterdrehung, Hüftdrehung, was ihr alles einsetzen könnt. Ihr habt den Ellbogen, den ihr noch mit nach vorne nehmen könnt am Ende beim Topspin. Das sind alles Beschleuniger. Und ihr braucht kein ja, schnelles Holz dafür, sondern was ihr braucht, ist einen Bogen in den Ball kriegen, Spin erzeugen können und eine lange Kontaktzeit, um diesen Bogen und den Spin reinzukriegen. Die lange Kontaktzeit ist das Wichtigste. Holt euch einen mittelharten Belag,
für einen Anfang. Mittelharten Rosena, wie gesagt, die Evolution-Serie, auch wenn es nicht von meiner Lieblingsfirma ist, dennoch auch nicht schlecht. Und klebt euch das auf ein Allround-Holz rauf und spielt das 2, 3 Jahre und dann schaut, ob ihr auch zum Off-Minus-Holz gehen könnt und dann ungefähr das Ballgefühl sozusagen behalten könnt und so. Und ja. Problem an den Carbonhölzern, wie gesagt, keine Kontaktzeit, wenig Kontaktzeit, Spin-Gefühl. Schlecht kontern, schießen, blocken geht super oder vielleicht sogar besser damit, mit Carbonhölzern, weil du hältst hin und das Holz, zum Beispiel beim Blocken, das Holz hat automatisch ein Feedback, der Ball geht raus, alles gut. Aber man kann auch aktiv blocken mit Naturhölzern, muss man halt ein bisschen was machen. Das heißt, diese Nachteile, die die meisten Leute dann in Naturhölzer sind, die sind einfach nur aus körperlicher Faulheit entstanden, dieses Denken, dass es irgendwelche Nachteile hätte. Und dementsprechend, wie gesagt, für Gegenziehen, zum Beispiel, ich habe auch schon mit diesem Holz hier, was eigentlich ein Tick langsamer ist, Innerforce Zylon Carbon drin, Innerforce Layer ZLC, Gegenziehen, der war ich da der absolute Loser mit diesem Holz. Und jetzt spiele ich meinen Stiga Around Classic mit meinem Rosena 2.1 auf der Vor- und Rückhand 1.9 Rosena. Den Belag finde ich so gut, dass ich den auch bald featuren werde. Und kann zieh, treffe Rückhand Gegenzieher gegen Vor- und Topspin vom Gegner teilweise. Und krieg auch, zum Beispiel, ich habe auch, bin auch jemand, der bei den Aufschlägen den Ball sehr selten gespürt hat. Jetzt fange ich an, mit dem 1.9er Belag in der Rückhand den Ball zu spüren. Das ist unglaublich eigentlich, weil ich jemand bin, der bei Aufschlägen eigentlich immer nur nichts reinmacht. Das passt auch ein bisschen zu meinem Spielstil, wenn ihr meine